Sie verbreiten Angst und Schrecken. Zombies. Halb tot, halb lebendig, halten sie uns wie kaum ein anderer Mythos den Spiegel vor. Wir alle sind wandelnde Tote. Was macht uns menschlich und lebendig? Für manche ist ein Zombie mehr als nur dunkle Fantasie. Es gibt sie als Teil einer spirituellen Tradition. Aber sie könnten tatsächlich real sein. Ich habe Zombies gesehen und mit ihnen gesprochen. Ist es möglich, einen Menschen von den Toten zurückzuholen? Aus medizinischer Sicht sind diese Berichte wirklich nachvollziehbar. Könnten auch wir zu willenlosen Monstern werden? Eine einzige chemische Verbindung könnte unser Verhalten verändern. Zombies. Mythos oder verstörende Wirklichkeit. Große Mythen der Menschheit. Seit Jahrtausenden ziehen sie uns in ihren Bann, geben Rätsel auf und befeuern unsere Fantasie. Doch was, wenn die Legenden mehr sind als reine Fiktion? Forscher weltweit versuchen, die großen Rätsel der Geschichte zu entschlüsseln. Ein gefährliches Virus verwandelt Menschen in Bestien. Lebende Tote, halb verwest und hungrig nach Menschenfleisch. Nur durch einen Kopfschuss können sie getötet werden. Einmal von ihnen gebissen, werden ihre Opfer selbst zu Zombies. Fast die ganze Menschheit ist betroffen. Nur eine kleine Gruppe kämpft ums Überleben. Das ist die Story von The Walking Dead, eine der erfolgreichsten TV-Serien des 21. Jahrhunderts. Es sind Filme und Serien wie diese, die unsere Vorstellungen vom Zombie prägen. Seit den Anfängen Hollywoods im frühen 20. Jahrhundert ziehen immer wieder Filmmonster über die Leinwand. Der Anfang einer langen Erfolgsgeschichte. Durch Horrorfilme erleben wir Angst und Erregung, ohne dabei wirklich in Gefahr zu sein. Es ist wie in der Achterbahn. Es macht Spaß, weil wir sicher sind. Obwohl die Filme reine Fiktion sind, reagieren wir, als ob sie echt wären. Die Filme sind Fiktion, doch gibt es Vorbilder in der Wirklichkeit? In Haiti in der Karibik soll es bis heute echte Zombies geben. Dort ist der Glaube an Magie, Geister und wandelnde Untote seit jeher ein fester Bestandteil des Alltags. In Haiti gibt es Gesetze gegen Zombifizierung. Wenn man einen Voodoo-Praktiker fragt, ob es Zombies gibt, wäre die Antwort wohl ja. Die Wurzeln der Zombie-Geschichten reichen weit zurück bis ins 17. Jahrhundert. Aus Westafrika verschleppte Sklaven bringen ihre Traditionen mit in die neue Welt. Dort verschmelzen sie mit den christlichen Vorstellungen der Kolonialherren zur Voodoo-Religion. Der Zombie-Mythos ist relativ modern und entstand aus alten kulturellen Praktiken, die bis heute aktuell sind. Ein mysteriöser Geisterglaube oder doch Stoff für Millionenumsätze? Weit über die Karibik hinaus entsteht in den letzten Jahrzehnten ein regelrechter Hype um die lebenden Toten, mit dem sich auch die Wissenschaft befasst. . 2017 modellieren Studierende der Universität Leicester den Verlauf einer hypothetischen Zombie-Apokalypse. Das Ergebnis? Nach nur 100 Tagen wären auf der ganzen Erde nur noch 300 Menschen am Leben. Ein Horrorszenario, auf das sich Fans tatsächlich vorbereiten. Halb Ernst, halb Spaß. Mit Überlebenstrainings und sogenannten Live-Action-Rollenspielen. Es war eine tolle Erfahrung. Wir hatten eine super Zeit.
Man taucht wirklich komplett ein. Doch der Zombie-Horror reicht bis in die Realität. Am 26. Mai 2012 wird in Miami ein grausames Verbrechen verübt. Es war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Ein nackter Mann läuft am frühen Nachmittag verwirrt über eine Schnellstraße. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie er kurz darauf einen Obdachlosen attackiert. Der Mann reißt ihm die Kleider vom Leib und zerrt sein Opfer zu Boden. Ein Passant beobachtet Szenen wie aus einem Horrorfilm. Der Typ riss ihn mit seinem Mund in Stücke. Ich schrie, dass er aufhören soll. Aber er hat einfach weitergebissen und ihn regelrecht zerfetzt. Der Täter beißt seinem Opfer mehrfach ins Gesicht. Eine kannibalistische Attacke auf offener Straße. Dann trifft die Polizei am Tatort ein. Als der Beamte auf den Täter schoss, knurrte dieser und attackierte das Opfer weiter. Der verwirrte Täter scheint im Besitz übermenschlicher Kräfte. Erst nach 4 weiteren Schüssen sinkt er zu Boden. Schwer verwundet wird das Opfer ins Krankenhaus gebracht. Der Mann hat einen Großteil seines Gesichts verloren, aber überlebt. In der Presse wird der Täter zum Miami-Zombie. Doch was treibt ihn an? Ist der Täter im Moment der Tat wirklich er selbst? Dass Lebewesen zu fremdgesteuerten Hüllen werden können, zeigen Beispiele aus der Biologie. An der Ostküste der USA gibt es alle paar Jahre ein besonderes Naturschauspiel. Milliarden von Zikaden schlüpfen aus dem Erdreich. Nach bis zu 17 Jahren verbringen sie die letzten Wochen an der Luft, um sich fortzupflanzen. An der Universität von West Virginia beschäftigt sich der Pilzforscher Matt Casson mit einer beunruhigenden Verwandlung der Insekten. Etwa ein Drittel von ihnen ist von einem speziellen Pilz befallen. Dieses Exemplar hier hat einen weißen Pilzpfropf am Hinterleib. Zombie-Zikaden sind mit dem Pilz Massospora infiziert. Die Infektion erkennt man typischerweise an dem kreideähnlichen Pilzgeflecht, das hinten herausragt. Der Pilz füllt den gesamten Hinterleib des Insekts aus. Die Zikaden sind nur noch eine Hülle ihrer selbst, fremdgesteuert von einem Parasiten. Infektionen wie diese sind keine Seltenheit im Tierreich. Bei der Zombie-Hirschkrankheit oder Chronic Wasting Disease verlieren infizierte Tiere die Kontrolle über ihre Gliedmaßen. Ähnlich wie bei der Rinderkrankheit BSE sind die Ursache Prionen, wuchernde Proteine, die sich im Gehirn und Rückenmark ausbreiten, bis das Tier stirbt. Doch die Zombie-Zikaden bleiben lange lebensfähig. Obwohl ihnen Hinterleib und Genitalien abfallen, fliegen diese Zikaden munter umher und versuchen sich zu paaren, als ob sie völlig gesund wären. Die Forschung sucht nach Erklärungen für dieses Verhalten. Tatsächlich haben wir ein bestimmtes Amphetamin entdeckt. Das hat uns wirklich umgehauen. Der Pilz versorgt seinen Wirt mit Katinon. Ein leistungssteigerndes Amphetamin, das auch in neuartigen Designerdrogen enthalten ist. Unter Namen wie Cloud9 machen die als Zombie-Drogen bekannten Mixturen immer wieder Schlagzeilen. Denn sie machen nicht nur high, sondern auch hochaggressiv. Im Blut des Täters von Miami können solche Drogen damals nicht nachgewiesen werden. Sie gelten dennoch als mögliche Ursache für das Verbrechen. Die Wissenschaftler in West Virginia forschen daran, wie der Pilz Massospora seinen Wirt beeinflusst.
Bei den infizierten Tieren beobachten wir einen gesteigerten Sexualtrieb. Das ist wirklich einzigartig für diesen Pilz und seinen Wirt. Infizierte Männchen versuchen, sich mit Weibchen zu paaren, obwohl sie statt Genitalien nur noch einen Pilzpfropf haben. Andere geben sich als Weibchen aus, um Männchen anzulocken. Mit dieser Strategie kann der Pilz seine Kontakte maximieren. Für ihn ist die Zikade nur eine Marionette. Analysen legen nahe, dass der Pilz seinen Wirt außerdem mit Sexuallockstoffen versorgt. Alles im Dienst der eigenen Fortpflanzung. Könnte menschliches Verhalten sich ähnlich beeinflussen lassen? Etwa 30% der Weltbevölkerung sind mit dem Parasiten Toxoplasma gondii infiziert. Der auf Katzen spezialisierte Einzeller verbreitet sich auch über Zwischenwirte und manipuliert sie. Infizierte Mäuse etwa verlieren ihre gesunde Scheu vor Katzen. Einige Forschende vermuten, der Parasit könne auch menschliches Verhalten beeinflussen, uns risikofreudiger machen, aber auch egoistischer. Zombies sind aus mehreren Gründen bedrohlich. Als Symbol für den Tod rufen sie Ablehnung hervor. Sie stehen aber auch für den Verlust von Kontrolle und Selbstbestimmtheit. Stellen Sie sich vor, Ihr Körper würde ohne Ihre Zustimmung agieren. Das ist sicherlich einer der gruseligsten Aspekte des Mythos. Der Zombie beschreibt heute viele Phänomene. Für die Popularität des Mythos spielen die jedoch nur eine Nebenrolle. Wirklich berühmt wird er durch Film und Fernsehen. 1968 erscheint George A. Romeros Die Nacht der lebenden Toten, ein Kultfilm des Horrorkinos. Alles beginnt auf dem Friedhof der kleinen Stadt Avon City in Pennsylvania. Die Literaturwissenschaftlerin Sarah Juliet Lauro fährt an den Ort, an dem der Zombie Filmgeschichte schreibt. Die Geschichten um die Untoten stehen im Zentrum ihrer Forschung. Hier auf dem Friedhof wurde die allererste Szene der Nacht der lebenden Toten gedreht. Der Bruder sagt im Scherz eine der berühmtesten Zeilen in der Geschichte des Horrorkinos. Sie kommen, um dich zu holen, Barbara. Für viele begann hier das amerikanische Zombie-Kino. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Sarah Lauro macht sich auf den Weg ins nahegelegene Pittsburgh. Sie ist sicher, hinter dem Zombie steckt mehr, als viele glauben. An der Universität gibt es das älteste Horrorarchiv der Welt. Auch über Regisseur George A. Romero gibt die Sammlung Auskunft. Sarah Lauro will wissen, warum gerade er die Zombie-Story so populär gemacht hat. Für Filmwissenschaftler Adam Lowenstein ist die Sache klar. Der Zombie, den wir heute kennen, wurde stark von Romero beeinflusst. Er hat ihn zwar nicht erfunden, ihm aber eine kulturelle Bedeutung verliehen, die immer noch allgegenwärtig ist. Romeros Kunstfigur setzt sich durch. Der Zombie als Menschenfresser, der nur per Kopfschuss getötet werden kann. Und besonders wichtig, es werden immer mehr. Die Gefahr wächst und wächst. Nach Romero ist der Zombie Teil einer Epidemie.
eines Massenphänomens. Kein kleines oder begrenztes Ereignis mehr. Es geht nicht um ein paar einzelne Zombies, sondern um eine ganze Welt voller Untoter. Die Nacht der lebenden Toten erscheint in turbulenten Zeiten. Die USA führen Krieg in Vietnam. Dagegen protestieren vor allem Jugendliche und Studenten. Bürgerrechtler wie Martin Luther King kämpfen gegen die Rassentrennung. 1968 wird King von einem Attentäter erschossen. Oh, that's Dwayne. Das ist Dwayne. Oh, okay. That's Dwayne. Dwayne Jones ist der erste schwarze Hauptdarsteller in einem US-Horrorfilm. Am Ende des Films wird er von einer weißen Bürgerwehr erschossen. Kein Happy End und ein politisches Statement. Sie wussten, dass manche Kinos einen Film mit einem schwarzen Hauptdarsteller vielleicht nicht zeigen würden. Aber sie nahmen das Risiko in Kauf. Das Wort Zombie fällt in Romeros Film noch nicht. Die Untoten heißen dort Ghouls. Doch für das Publikum ist die Sache klar. Die Zuschauer entschieden sofort, das ist ein Zombie. Und ich denke, dass er auch deshalb als Zombie-Film verstanden wird, weil er sich durch den schwarzen Protagonisten mit dem Thema Rassismus auseinandersetzt. Es ist eine Hommage an die Herkunft des Mythos. Der Ursprung der Zombie-Legenden reicht noch weiter in die Geschichte zurück. In Hollywood tauchen Zombies erstmals 1932 auf. Im Film White Zombie macht Bela Lugosi als Voodoo-Meister Tote zu willenlosen Sklaven. Die Story beruht für viele Zeitgenossen auf vermeintlich wahren Begebenheiten. 1928 reist US-Journalist William Seabrook nach Haiti. Er will den Geheimnissen des Voodoo-Kultes auf die Spur kommen. Was er berichtet, klingt atemberaubend. In Haiti sollen Tote zum Leben erweckt werden und als Zombies ihr Unwesen treiben. Seine Beobachtungen schildert Seabrook in seinem Buch Die magische Insel. Der Zombie ist ein seelenloser Leichnam, sagen sie. Ein Toter, dem durch Zauberei ein Anschein von Leben eingehaucht wird. Er läuft und bewegt sich, als sei er lebendig. Das war die erste Definition eines Zombies in englischer Sprache. In Haiti hört Seabrook noch weitere Details. Die Zombies sollen als seelenlose Arbeiter auf Plantagen schuften. Drei von ihnen will er persönlich getroffen haben. Etwas an ihnen war unnatürlich und seltsam. Sie gingen langsam, wie grobschlächtige Maschinen, wie Roboter. Die Augen waren das Schlimmste. Ich bildete es mir nicht ein, es waren die Augen eines Toten. Seabrook gilt als problematische Quelle. Der schwere Alkoholiker vermischt gern Realität mit Fantasie. Damit trifft er den Geschmack seiner Epoche. Nach dem Schrecken des Ersten Weltkriegs begann man, die eigene Geschichte zu hinterfragen. Besonders die Jugend stellte die Überlegenheit des Westens in Frage und legte eine gewisse Zivilisationsmüdigkeit an den Tag. Sie träumten von einem einfacheren, natürlicheren Leben und begannen sich für exotische und vermeintlich primitive Kulturen zu interessieren. In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg machen Zombies aus Haiti erneut Schlagzeilen. Diesmal gibt es bessere Zeugen. 1962 wird ein Patient im Albert-Schweitzer Krankenhaus in Deschapelles aufgenommen. Sein Name war Clervius Narcisse. Clervius? Der Mann hat Fieber und spuckt Blut. Sein Zustand verschlechtert sich. Drei Tage später wird er für tot erklärt
und beerdigt. Dann, einige Jahre später, hat seine Schwester eine unglaubliche Begegnung. Ein Mann spricht sie an und behauptet, ihr verstorbener Bruder zu sein. Er nennt Informationen, die eigentlich nur der Tote kennen kann. Ähnliche Fälle kommen in Haiti immer wieder vor. Doch dieser Fall ist anders, denn Clervius Narcisse kann sich erinnern. Als er zurückkam, erzählte er uns, wie es war, im Sarg zu liegen. Narcisse behauptet, das eigene Begräbnis bei vollem Bewusstsein miterlebt zu haben, aber unfähig, sich zu bewegen. Ein Sargnagel soll ihn am Kopf verwundet haben. Stunden später habe sich dann der Sargdeckel wieder geöffnet. Eine Gestalt habe ihn herausgezerrt und ihm ein geheimnisvolles Mittel verabreicht. Langsam erlangt er die Kontrolle über seinen Körper zurück, wird dann aber überwältigt und entführt. 2 Jahre lang habe er danach im Norden der Insel auf einer Zuckerrohrplantage arbeiten müssen. Erst nach dem Tod des Besitzers sei er entkommen. Bis zum Wiedersehen mit seiner Familie sei er 16 Jahre lang durch Haiti geirrt. So die Geschichte. Für Narcisse ist klar, er wurde von einem sogenannten Bokor, einem Voodoo-Priester, zum Zombie gemacht. Voodoo ist eine Mischreligion, die ihren Ursprung in Sklavengemeinschaften in Haiti hat. Sie vereint traditionelle afrikanische Elemente und magische Rituale mit Elementen des Katholizismus. Die Figur des Zombies ist im Voodoo tief verwurzelt. Der Fall lässt die Wissenschaft aufhorchen, denn er wurde nicht von irgendwem für tot erklärt, sondern von 2 US-Medizinern. Sein Fall war nur deshalb besonders, weil westliche Augen zugeschaut haben. Es fiel ihnen leichter, seiner Geschichte zu glauben, weil es eine Sterbeurkunde gab, der sie vertrauten, und Interviews mit Fernsehreportern. Es gab Unterlagen zu seinem Tod. Er sprach aber auch vor der Kamera. An der Sache musste etwas dran sein. Werden im Voodoo tatsächlich Menschen in Zombies verwandelt? Philippe Charlier, Anthropologe und wissenschaftlicher Direktor des Quai Branly-Museums in Paris, hält das für möglich. 2014 verbringt er mehrere Monate in Haiti. Er glaubt, zu Zombies würden vor allem die, die für andere eine Gefahr darstellen. Das sind Personen, die der Gesellschaft schaden. Mörder, Diebe, Vergewaltiger und Erbschleicher. Dahinter sollen religiöse Geheimgesellschaften aus der Zeit um 1800 stecken. Ihre Mission? Übeltäter neutralisieren. Die beschuldigte Person muss insgesamt 7-mal vor die Geheimgesellschaften treten, vor einen rot-schwarzen Tisch mit Priestern und Priesterinnen dahinter. Und dann muss sie niederknien, in einem Zuckerrohrfeld, einem Reisfeld oder einem Tempel. Jedes Mal muss sie ihre Unschuld beteuern. Wenn die Person nach dem 7. Mal immer noch nicht einlenkt und wieder Unheil anrichtet, wird eine Strafe verhängt, die schlimmer ist als der Tod. Sie wird zum Zombie gemacht. Einer der vielen Gründe, warum die Geheimgesellschaften in Haiti so gefürchtet sind. Laennec Urbon ist Soziologe und Experte für die haitianische Kultur. Charlier will ihm ein besonderes Exponat zeigen. Eine Wächterfigur der Bisango-Gesellschaft. Diese Bisango-Figur muss einige Zombie-Verwandlungen gesehen haben, zumindest Prozesse. Die Kriegerfigur trägt die Farben der Geheimgesellschaft, rot und schwarz. Wie mächtig sie ist, zeigt die Ausstattung. Sie hat magische Kräfte. Aus der Ferne kann sie mit dieser Schere Unheil anrichten. Charlier hat eine Röntgenaufnahme der Figur anfertigen lassen. Darauf ist ein menschlicher Schädel unbekannter Herkunft zu erkennen. Doch sie zeigt noch mehr.
Das sind gestohlene Grabkreuze. Sie sind die Basis für diese Wächter. Über die Kreuze wird eine Verbindung zwischen den Verstorbenen, dem Tod und der Figur hergestellt. Sie bringt zwar nicht den Tod, herrscht aber über ihn. Nicht nur in Haiti, auch in New Orleans spielt die Geisterwelt eine wichtige Rolle. Die Stadt gilt als Hauptstadt des Louisiana-Voodoo. Vielerorts werden hier spirituelle Dienstleistungen angeboten. Voodoo scheint in New Orleans Teil des Alltags zu sein. Jeden Sonntag trifft sich die spirituelle Gemeinschaft am Congo Square. Sarah Lauro macht sich auf den Weg dorthin. Sie hat eine Verabredung mit einem Voodoo-Priester. Sein Name Divine Prince, auf Deutsch göttlicher Prinz. Er ist oft am Baum der Ahnen anzutreffen. Hier fühlt er sich den Geistern seiner Vorfahren besonders nah und bringt ihnen Opfer. Vorfahren, wir rufen euch. Vorfahren, wir rufen euch. Wir würdigen unsere versklavten Ahnen. Wir würdigen die, die vor uns den Weg geebnet haben. Wir würdigen die Vorfahren, die überlebt haben und das Fundament schufen, auf dem wir heute stehen. Wir würdigen diejenigen, die ihr Leben opferten, die Kraft gaben, die Blut und Tränen gaben, damit wir heute weitermachen können. Dank ihnen führen wir ein gutes und gesundes Leben. Sarah Lauro will mehr über den Ort erfahren. Dieser Ort war schon für die indigene Bevölkerung heilig. Lange bevor den versklavten Afrikanern erlaubt wurde, hier Zeremonien abzuhalten. Als Voodoo-Praktiker empfängt Prince in seinem Tempel Kunden. Denise Augustin, die auch zur spirituellen Gemeinschaft gehört, erklärt, welche Rolle der Tod in ihrem Glauben spielt. Die spirituelle Arbeit findet bei uns auf dem Friedhof statt. Der Geist stirbt nicht. Er ist eine Form von Energie. Deswegen haben wir Zugang zu ihm. Die Geister unserer Ahnen haben großen Einfluss auf unser Leben. Neben den Vorfahren bestimmen vor allem die sogenannten Loas über das Leben der Menschen. Mächtige Geister, die zwischen den Menschen und dem Schöpfergott vermitteln. Im haitianischen Voodoo besteht die Seele aus zwei Teilen, den Bonange, guten Engeln. Der eine steht für die Willenskraft, der andere fürs Unbewusste. Dieser zweite, gute Engel, steht in Kontakt mit den Loa-Geistern. Bei einer Zeremonie soll er den Körper verlassen und Platz machen für einen Loa, der von der Person Besitz ergreift. Ob man die Geister kontrollieren kann oder nicht, ist eine Gratwanderung. Natürlich können wir eine Besessenheit hervorrufen, dazu einladen und dafür empfänglich sein. Aber es kommt immer darauf an, wen oder was man einlädt. Manche Mächte sind unvorhersehbar und aggressiv oder können außer Kontrolle geraten. Auch beim Zombie-Ritual soll der unbewusste Teil der Seele eine wichtige Rolle spielen. Es heißt, dass der Bokor die Seele raube, um sein Opfer willenlos zu machen. In the Zombie. Der Zombie kann sich bewegen, hat aber keinen freien Willen. Das einzige Gegenmittel ist Salz, um wieder zu Sinnen zu kommen. Die Sozialwissenschaftler Laennec Urbon und Philippe Charlier
haben die Geschichten über Zombies in Haiti erforscht. 2 Tage nach seinem Tod weckt der Bokor sein Opfer. Er holt es aus dem Grab und nimmt seinen Bonange gefangen. Die Person steht vollkommen unter der Kontrolle des Voodoo-Priesters. So wird der Zombie zum idealen Arbeiter. Er ist ihm vollkommen ausgeliefert. Der perfekte Sklave. Sind die Zombie-Stories womöglich Sinnbilder für Jahrhunderte der Sklaverei? Die spirituelle Verarbeitung eines Menschheitsverbrechens, das auf Haiti besonders grausam war? In der Psychiatrie von Haitis Hauptstadt Port-au-Prince trifft Charlier die Patientin Adeline D., angeblich ein Zombie. Sie wirkte verwahrlost. Ihr Blick war ausweichend. Es war nicht möglich, ihr direkt in die Augen zu sehen. Außerdem hielt sie Abstand und ließ sich nicht anfassen. 2007 wird Adeline für tot erklärt. Doch ein Jahr später will ihre Schwester sie auf der Straße wiedererkannt haben. Der vermeintliche Zombie berichtet, in der Zwischenzeit als Kindermädchen gearbeitet zu haben. Eine Zeichnung zeigt die Familie ohne Arme. Wahrscheinlich, weil diese Leute sie nicht anfassen wollten. Ein Zombie gilt in Haiti als unheilvoll und schmutzig. Ihn zu berühren, bringt Unglück. Auferstanden von den Toten? Psychische Krankheiten? Oder alles nur Einbildung? MRT-Scans von vermeintlichen Zombies wie Adeline D. sind meist unauffällig. Doch weitere Untersuchungen geben Hinweise. Adeline D. hatte epileptische Anfälle. Wir wissen nicht, ob sie die Ursache für ihren Zustand waren. Die Epilepsie könnte auch durch Drogen entstanden sein, die vielleicht verabreicht wurden. Das ist schwer zu sagen. Es könnte beides sein oder nichts von beidem. Könnte ein Gift hinter dem Zombie-Mythos stecken? Viele der Geschichten, wie die von Clairvieux Narcisse, kreisen um ein mysteriöses Mittel, das Menschen in einen todesähnlichen Zustand versetzen soll. Musik. 1982 macht sich der US-amerikanische Ethnobotaniker Wade Davis auf die Suche nach dem Zombie-Wirkstoff und stößt auf das Gift des Kugelfischs, das sogenannte Tetrodotoxin. Der auch in der Karibik verbreitete Fisch enthält ein Nervengift, das zu Lähmungen führen kann. Könnte Tetrodotoxin dafür sorgen, dass Menschen für tot gehalten und begraben werden? Ein Experiment im Labor für Neurophysiologie an der Uniklinik Aachen soll diese Frage klären. Hier forschen Angelika Lampert und ihr Team an neuen Behandlungsmethoden für chronische Schmerzen. Dabei kommt auch Tetrodotoxin zum Einsatz. Das Gift des Kugelfischs blockiert den Teil der Zelle, der für die Schmerzübermittlung verantwortlich ist. Den Natriumkanal. Der Kanal sitzt in der Zellmembran drin und meine Hände wären jetzt die Zellmembran, ja? Und der kann die elektrische Aktivität der Zelle wahrnehmen. Durch Schmerzreize öffnet sich der Kanal. Natriumionen strömen in die Zelle. Sie wird aktiviert und sendet ein Signal ans Gehirn. Das Ergebnis? Wir spüren Schmerz. Ein Mechanismus, den das Nervengift Tetrodotoxin verhindert. Ein Experiment soll zeigen, ob Tetrodotoxin auch die Signalübermittlung in gewöhnlichen Muskelzellen beeinflusst. Kann das Gift in der richtigen Dosis zum Scheintod führen? Zunächst wird bestimmt, in welcher Intensität Natriumionen den Natriumkanal von unveränderten Muskelzellen passieren.
wie gut also ein Signal übertragen wird. Dazu wird ein elektrischer Impuls ausgelöst. Also die rote Linie da, das ist der Spannungspuls, und die blaue Linie, das ist der Strom durch den Kanal. Und Sie sehen, dass der Strom sehr schnell aufmacht, wenn der Strom zunimmt, wenn der Puls hochgeht, die Spannung, und dann inaktiviert er wieder. Im Normalzustand öffnet sich der Kanal bei einem elektrischen Impuls. Natrium-Ionen strömen in die Zelle. Kurz darauf schließt er wieder und der Ionenstrom ebbt ab. Doch was passiert bei der Zugabe des Nervengifts Tetrodotoxin? Tatsächlich, der Strom ist weg. Das hat gut geklappt. Eindeutig, also der Effekt ist wirklich klar. Das Gift stoppt die Weitergabe des Signals. Die Zellkommunikation ist lahmgelegt. Die Folge? Lähmungserscheinungen. Und wenn der Natriumkanal nicht mehr funktioniert, weil er eben blockiert ist, wie wir es hier sehen, können wir nicht mehr uns bewegen und nicht mehr atmen. Und dann kommen wir in den Scheintod. Ja. Aber die Frage ist ja eigentlich, warum nur Scheintod? Warum sterben wir nicht ganz, wenn wir nicht mehr atmen können? Und das ist eben jetzt der Grund, warum wir uns jetzt den Natriumkanal des Herzens angucken. Mit dem Natriumkanal des Herzmuskels wird der Versuch wiederholt. Auch er wird mit Tetrodotoxin versetzt. Das Ergebnis? Auch hier ist die Signalübertragung beeinträchtigt, allerdings in viel geringerem Ausmaß. Hier ist TTX drauf und man sieht jetzt sehr schön, wie der Strom abnimmt. Aber eben nur viel, viel, viel weniger als beim anderen, als bei der anderen Zelle. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem Screenshot von der anderen Zelle, die wir vorhin hatten, dann sieht man, dass da ein Riesenunterschied ist. Also hier hat man kaum eine Abnahme, wohingegen hier der Strom wirklich komplett weg ist. Das Experiment zeigt, während Tetrodotoxin normale Muskeln stark beeinträchtigt, reagiert das Herz weitaus weniger auf das Gift. Die Folge? Das Opfer kann sich nicht mehr bewegen. Sein Herz aber schlägt schwach weiter. Dann kommt man in diesen Scheintodzustand und dann kann es sein, dass man eben begraben wird, weil die Menschen einen für tot halten. Und dann besteht die Möglichkeit, dass das Toxin ausgewaschen wird aus dem Körper, die Wirkung lässt nach. Und dann kann man sich wieder bewegen, man gewinnt sein Bewusstsein wieder und liegt im Sarg. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Eine Vergiftung mit Tetrodotoxin könnte auch den apathischen Zustand der vermeintlichen Zombies erklären. Durch Sauerstoffmangel kann es zu einer Unterversorgung von Hirnzellen kommen. Die Folgen? Langzeitschäden am Gehirn. Medizinisch ließen sich so einige Aspekte des Phänomens Zombie erklären. Doch warum stammen die Zombie-Geschichten dann ausgerechnet aus der Karibik? In New Orleans macht sich Sarah Lauro auf Spurensuche. Im Louisiana Historical Research Center analysiert sie schriftliche Quellen zu den wandelnden Toten. Wir suchen die früheste Erwähnung des Zombies und sind dafür auf diese kolonialen Quellen angewiesen. Wir sind davon abhängig, was diese weißen Sklavenhalter für wichtig genug hielten, um es aufzuschreiben. Haitis Vergangenheit ist geprägt von einem der schwersten Verbrechen der menschlichen Geschichte. Seit dem 16. Jahrhundert verschleppen europäische Kolonialmächte Menschen aus Westafrika, um sie in Amerika als Sklaven einzusetzen. Fern ihrer Heimat werden sie unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Sie machen die französische Kolonie Saint-Domingue, das heutige Haiti, zu einem hochprofitablen Geschäft. Von hier werden Luxusgüter wie Tabak, Zucker und Kaffee nach Europa verschifft. Die Sklaven aus Westafrika bringen auch den Kern des Zombie-Mythos mit in die Karibik. 1686 beschreibt der niederländische Geograf Olfert Dapper eine der Herkunftsregionen in Westafrika, das Königreich Luango. Besonders lächerlich ist der Glaube, dass es keinen natürlichen Tod gibt. Sie glauben, dass den Menschen die Seelen gestohlen und ihre Körper an einen fremden Ort geschickt werden, wo sie unbezahlt arbeiten müssen.
Für mich ist das ganz klar der Ursprung des Zombies. Oh, that's the grandfather of the zombie. Gestohlene Seelen und erzwungene Arbeit. Afrikanische Mythen, die auf die Realität der Sklaverei treffen. So this is Luango. Einiges spricht dafür. Neben dem Seelenfängermythos aus Luango gibt es im Kongo Kraftfiguren namens Zumbi und in Angola eine Gottheit namens Nzambi, die sprachlichen Wurzeln des Begriffs Zombie. Für die Literaturwissenschaftlerin Sarah Lauro ist der Fall jetzt klar. Spirituelle Traditionen aus Afrika sind der Ursprung des Zombie-Mythos, der dann auf Sklavenplantagen Gestalt annimmt. Allein im Hafen von Luango werden Zehntausende Menschen verschifft. In fast 400 Jahren transatlantischer Sklaverei sind es mehr als 10 Millionen Frauen und Männer, die in die neue Welt verschleppt werden. Auf Haiti kommt zum Gesamtbild noch eine entscheidende Besonderheit hinzu. ...1791 beginnt die haitianische Revolution. Ein erfolgreicher Sklavenaufstand, der 1804 zur Gründung von Haiti führt. In den Jahren danach kursieren Geschichten über unbesiegbare Widerstandskämpfer mit übernatürlichen Kräften. Auch sie fließen ein in den Zombie-Mythos. Die Daten deuten darauf hin, dass die verschiedenen afrikanischen Elemente, die in Haiti zusammenkamen, während der Revolution verschmolzen. Der Zombie-Mythos handelt von zwei Dingen gleichzeitig: der Sklaverei und dem Kampf dagegen. Der Zombie als Mythos vom Widerstand gegen Rassismus und Unterdrückung. Ein Ursprung, der in den Filmen von heute keine Rolle mehr spielt. Auf den ersten Blick haben die Menschenfresser des Horrorkinos nicht mehr viel mit den Zombies der haitianischen Kultur gemein. Die schaudernde Faszination scheint es jedoch kaum zu mindern. 2003 startet im kanadischen Toronto der erste offizielle Zombie Walk. Initiiert von Horrorfans wird aus einem Event mit 7 Teilnehmern in nur wenigen Jahren eine fast globale Bewegung. In Haiti habe ich gelernt, dass nicht nur Menschen Macht haben, sondern auch Mythen. Und dass wir im Westen den Zombie-Mythos nicht unbedingt gestohlen haben. Nein, er hat uns erobert und fasziniert uns alle bis heute. We are under the same spell. 2011 versammeln sich als Zombies verkleidete Aktivistinnen und Aktivisten an der Wall Street in New York. Sie protestieren gegen Kapitalismus und skrupellose Banker. Zombies als unaufhaltsame, gierige Monster, die immer mehr wollen. Für viele das perfekte Sinnbild für Materialismus und die westliche Konsumgesellschaft. Aber auch für den Kampf dagegen. Der Zombie zeigt, dass die Dinge besser sein könnten oder zumindest anders sein sollten. Somit steht er auch für eine Gesellschaftsordnung, die ein anderes System im wahrsten Sinne des Wortes auffrisst und ersetzt. Zombies. Kein anderer Mythos steht so sehr für Kontrolle und Gewalt, für Unterdrückung und den Kampf dagegen. Und auch wenn der dunkle Ursprung in der Kolonialgeschichte heute größtenteils vergessen ist, bleibt die Faszination ungebrochen. Wandelnde Untote als perfekte Projektionsfläche für menschliche Urängste.